schnell. Ja. So, das wir wirklich auflösen. Ich kann klar, ja. Die Schnur da ist doof. Die drei Fenster oben? Ja, die sind hier oben. Na dann? Ja. Obwohl, du kannst ja schon mal eigentlich am Test machen. Am Test machen, aber überhaupt was kommt. Thank you.
voll machen und dann bin ich auch noch voll. Ja, jetzt mache ich ja schon mal die ganzen Fässer soweit. Mal schauen, wie viel der Maß gibt. Also 8 Fässer habe ich, plus da der Stänger noch 3 Alter, die ich füllen kann. Zur Not mit dem Arm geht alle der Welt. Also dem lassen wir sich so leicht rutschen. Oder auch nicht. Scheißdreck. Komm, bring mir. Ey, Fußbund. Thank you.
schockierender Anblick, hä? Geht dran aufblasen, das was ich letztens geholt hab. Und wie geht's am besten? Nur mit einer Maske.
Schwade ist kacke. Ich will wieder meinen vernünftigen Drehbock. Das ist doch der größte Müll überhaupt, das Ding noch. Meine Fresse.
Ich bin mit dem Sport unterwegs. Ich habe gestern schon mal gespart, das habe ich aber nicht gefilmt. Ja, unterwegs mit dem Feller TS290 DS. Das ist der neue Sporter. Ich habe vorhin auch mal kurz geschimpft, ja. Ja, der neue Sporter, den habe ich gekauft für 300 Euro. Ein Schnäppchenpreis. Ist gut bei Anani und Beleuchtung und alles dran, wunderbar. Aber was mir an dem gefällt im Vergleich zu meinem Alten, der Alte hat einen Drehbock gehabt. Wenn du mal Kurven fährst, ist viel schöner als mit dem Ding. Der hat keinen Drehbock. Er funktioniert, ja, solange du gerade fährst oder groß Kurven fahren, macht damit ehrlich gesagt keinen Spaß. Ist aber nicht schlimm. Den Drehbock vom Alten habe ich aufgekommen, der Alte Schwader ist zerlegt. Und ja, da wird aus zwei Schwader eine gemacht. Ist halt leider noch nicht passiert, weil die Zeit dazu gefällt. Stopp, kurz kommen. Deswegen ist jetzt aktuell eher noch in Betrieb. Ja, ist nicht optimal. Kurven fahren ist wie gesagt ein bisschen ja, hagelig, weil meine daheim, wie gesagt, da waren die Räder einfach festgestellt. Und wenn du Kurven fahren bist, der hat immer wieder Anhänger mitgelenkt. Sprich, du hast dann richtig schöner Schwaden für die Presskopf. Alle Hände? Ja, ja. Du hast richtig schöner Schwaden für die Presskopf. Das natürlich schon sehr angenehm ist. Aber gut. Wir werden sie überleben. Das ist das letzte Heu heuer. Weil wenn da noch was käme als Durchfutter, dann wäre es ja krummelt. Das ist das letzte Heu. Ist kein Drama. Wird mir überleben mit dem Ding. Mal schauen auf das Silo, was vielleicht noch kommt. Dass ich dann vielleicht den Schwader schon umgebaut habe. Keine Ahnung, mal gucken. Wie gesagt. Ist nicht ganz optimal, aber er funktioniert. Und das ist ja das A und O. Funktionieren muss er. Ja, wer sich fragt, warum ich so komisch fahre, warum ich die Reihe so dicht mache, es hat einen ganz einfachen Grund. Wir haben da unten heute richtig Masse stehen. Also ich weiß nicht, ob man es auf dem Video überhaupt erkennt. Da sind richtig schöner, fetter Schwaden. Alles wunderbar. Nur die sind teilweise so groß, wenn ich die auf zweimal zusammenziehe, also quasi einmal links und einmal rechts komplett die Spur, dann habe ich Schwaden, das schafft die Welge einfach nicht mehr. Da gibt die auf. Die Pickup vor der Welge ist glaube ich 1,20 Meter Draht, wenn ich mich nicht täusche. Das ist 1,40 Meter, müsste ich jetzt lügen. Ist auf jeden Fall nicht die breiteste. Und wenn ich dann die Schwaden sogar so groß und breit mache, dann geht die Hälfte neben der Pickup vorbei. Ja, und dann eichest du dich im Endeffekt für die Zeit und Arbeit, weil da bleibt der Haufen liegen, darfst du wieder mit dem Rechenrenner, darfst du wieder hinterher. Die Fahrgeschwindigkeit muss dann wieder wunderbar wie anpassen. Du musst wieder gucken, nicht sehr schnell fahren, nicht sehr langsam fahren. Dann wird es auch von der verstopfen, musst wieder 20 Mal stehen bleiben. Gut, wenn man wahrscheinlich so oder so. Aber das ist alles immer dann viel beschissener, als wie wenn es da von vornherein gleich hergehst und machst das anständig. Passender Schwaden, das steht ja in der Anleitung vor der Presstrainer. Das Schwaden ist das A und O, das Schwaden ist wichtiger wie alles andere beim Heumachen. Und vernünftiger Schwaden bedeutet vernünftiges Pressen. Ist so. Also wie gesagt, das habe ich schon gelernt. Und ja, dann dauert halt das Schwaden ein wenig länger, dann kann ich halt nicht die volle Arbeitsbreiten von 2,30 Meter nutzen. Ja, aber ich glaube nur 2,30 Meter haben wir gemessen. Der Alter hat 2,40 Meter gehabt. Da kann ich die Arbeitsbreiten halt nicht komplett nutzen. Aber gut, ist dann halt einfach so. Mein Gott, machen wir kein Drama drum. So wie es ist, es funktioniert, es geht, dann dauert es halt 5 Minuten länger. Ich bin jetzt seit 1 da unten, jetzt ist es 2, ich bin eine Stunde drüber mit Onfahrt. Ja, dauert halt einfach seit 2. Aber dafür, wie gesagt, ist anständig geschwatzt. Ja, wie gesagt, das Ding, das haben wir das letzte Mal ja nicht gesehen. Da habe ich zwar im letzten Vlog mit dem Heu habe ich zwar geschwartet, oder im vorletzten war das. Aber da hat man das quasi nicht vernünftig gesehen, dass ich da einen neuen Schwader habe. Oh Mann! Deswegen jetzt erstmal ein wenig
Ja, genauer zeigen, was das da eigentlich ist. Ja, ja. So. Rückwärts kommen. Auflösen. Fahre. Ja, wie gesagt. Neue Schwade, neues Glück. Erst einmal ausprobieren. Ich habe mal jetzt. Also, solange du da gerade eine Bahn hinziehst, geht er wunderbar. Kann ich mich echt nicht beschweren. Hast da kein Problem. Zieh ich das schön zusammen, sieht man ja. Ich könnte theoretisch auch schneller fahren. Ich könnte theoretisch auch wegen mehr Drehzahl geben. Das Problem ist da unten das Heu. Es ist wieder recht feinfaserig. Das zerbröselt mir. Das ist immer noch. Es hat Dünger. Wir haben mehr Masse als letztes Jahr, ja. Keine Frage. Aber es ist trotzdem ziemlich feinfaserig. Es ist halt eigentlich am Macherwiesen gewesen. Und ja, das merkt man. Das merkt man ganz extrem. Und dann, ja, mal erst einmal gucken, dass das alles so hier haut. Genau. Ja, ich mache jetzt nochmal fertig die Ränder, dann muss ich mal wegen dem Rechen arbeiten und dann. Da haben wir noch die Flächen und dann hast du langsam aber sicher die Pressanhänger. Thank you.
Lichtschalter für mich da ist nicht. Das kann doch nicht sein, ich hab's halt auf der Haaren gerade noch geschärft. Thank you.
der Bassi? Der steckt ja noch. Wo ist die Scheiße? An den Seiten des Ufers. Mann, ich kenne mich aus, ich habe schon die Ahnung nicht getauscht. Die sind noch nicht kaputt gegangen. Ah! Oh, eine blöde Sau! Was ist da jetzt? Guck mal. Ja. Ich glaube, du musst noch mal was ausschalten. Aber gut gefettet. Das ist doch immer so ein Das soll mir nicht mitgehen. Das ist das erste Mal seit 2016, seit ich die Presse habe, dass das passiert ist. Das ist ja nicht so, dass ich das nur noch vorne war. Braucht es da vielleicht wieder das Öl? Hallo? Nicht durch, nicht durch. Ja, das ist. Ist dein Kolben durchgebrochen innerhalb der Buden. Das hat es auch die ganze Zeit schon immer gemacht, aber schon immer Zeit drin. Dieser saublöder Ungewohnheit, dass er da das Heiß sammelt. Das nervt mich eigentlich, ja. Ich werde nämlich immer so scheiße sauber. Eigentlich bin ich doch drin, wenn ich mache. Liest mir immer bloß in der Anleitung. Scherbolzen gebrochen. Thank you.
bleiben schon alle Kien länger. Was denn jetzt der Bier? Das vorhin wie die Dore. Das soll auch nicht gebremst. Wir haben ja die Art Hütten durch. Thank you.
bester Freund. Sündloch ist. Und das heißt, alles drucken daheim, hat alles soweit funktioniert. Ja, gestern ist nur mal stressig geworden. Ich habe am Freitag das Hai unten vor der Wiesen geholt. Das waren, kann ich euch ja zeigen, ich habe auch mal die Dinger aufgeschrieben. Eine Ballenzähle und dann aufgeben, aber ich habe auch gewusst, wie viel sind etwa waren. Also, dass ihr mal einen Überblick habt. Ballen 2021. In Schwarzhulz hinten, das ist die Fläche da unten am Weiher. Also quasi in die Richtung, wo ihr wollt. 221 Ballen. Am Graben 521, das ist da auf dem Feld des Angelklee groß gewesen, oder besser gesagt das Kamillezeich. Die Flächenschalle und 220 Ballen, das war das am Bondom. Und das da dahinter, das ist im Grundstück 60 Ballen. Ja, jetzt waren das im Grundstück hinter 1,5 Durchwerk, also eigentlich nicht viel. Insgesamt habe ich 3,5 Durchwerke gemäht. Wer es immer noch nicht weiß, was ein Durchwerk ist, ich sage so an der Stelle noch einmal, ein Durchwerk ist 0,33. Und ja, kann man sich ja ausrechnen, wenn ein Durchwerk 0,33 sind, sind drei Durchwerke quasi ein Hektar, könnte man sagen, wenn da 0,9999. Also sagt man, drei Durchwerke sind in etwa ein Hektar, so war das gerechnet. Und ja, es waren jetzt 3,5 Durchwerke, die wir gemacht haben. Und ja, genau, zwei Durchwerke sind es da unten am Bondom gewesen, das waren 220 Ballen. Und die 1,5 Durchwerke dahinter. Ja, das sind eigentlich nicht ganz 1,5, 1,5 Viertel, was Ehre treffen. Ja, könnten eher 1,5 Viertel gewesen sein, wo wir dahinter haben, weil das da unten, das sind ja 3.400 Quadratmeter. Und dann haben wir noch aufwärts Richtung Koppel, also oberhalb von der Feuerstelle. Das sind vielleicht auch noch einmal ja, 200, 300 Quadratmeter, wenn es gut kommt. Ja, also wie gesagt, ich denke auch mal eher, wenn man sagt, es waren 1,5 Viertel. Das könnte eher hinkommen. Also wenn es 1,5 Viertel Durchwerk. Vor dem 1,5 Viertel Durchwerk haben wir runtergebracht 60 Ballen. Ja, oben auf oder Hecken entlang waren es, ich glaube, 5 Stück. Da haben wir ja letztes Jahr nicht gemäht. Und die Flächen unten, also quasi da vor dem Stottel draußen, das waren dann tatsächlich einmal 55 Ballen. Plus einmal, dass man eine Größenordnung hat. Letztes Jahr habe ich da auch Ballen gepresst. Letztes Jahr waren es an der Stelle 25. Und jetzt waren es 55, also 30 Ballen mehr. Da war Masse da gestanden. Die Ballen, die wir gestern gepresst haben, sind wie gesagt alle einfach auf dem Kipper. Die haben wir alle da drauf gelochert. Ja, mit Sicht oder das Messer hat irgendwie nicht richtig sauber angeschnitten. Es hat so ein wenig Stufen reingeschnitten. Das war da fast ein wenig schöner. Die waren fast ein wenig sauberer und da war die Presse aber nicht eingestellt. Da ist die Presse eingestellt und das ist nicht irgendwie ein wenig schlechter. Ja, und auf die Ballen selber. Der Knoten ist auf der anderen Seite, sieht man jetzt nicht. Die Ballen selber, die rechte Seite, der Knüpfe. Der schneidet nicht richtig ab, da sind ja so kleine Messerler um dran. Ja, da ist die Presse. Momentan ohne Rutschen, die liegt da. Weil im Grundstück hast du mit Rutschen nicht haben. Ja, ich habe da hinten zwei Knoten und zwei Binde. Und da hängen zwei so Messerler dran. Und die Messer sind normalerweise dafür gut, dass du dein Garn, wenn es dann gebunden ist, wenn dann der Knoten gemacht ist, das abgetrennt wird für den nächsten Ballen. Und ich habe die eigentlich auch nachgeschärft, ganz normal mit dem Sensenwetsch da. So macht man das normalerweise. Und hab gedacht, das wird länger. Aber die hat auf der Seite hinten toll gerupft. Das ist überhaupt nicht schön gegangen. Hat da toll ausgefranst ausgeschaut. Hat ein paar Ballen aufgemacht. Ja. Haben wir vorher und ich schon gesagt, da müssen wir mal die Knoten dann hinten rausbauen. Die können dann im ausgebauten Zustand dann mal richtig nachgeschärft. Ja, und das Kanalmesser dann auch noch einmal raus. Das muss dann auch mal richtig geschärft werden. Weil ich habe es jetzt im eingebauten Zustand gemacht. Es ging wahrscheinlich nicht so gut, vielleicht habe ich es da dabei ja eher stumpf geschliffen, mal scharf. Weiß ich nicht. Ja, muss ich auf jeden Fall ändern, weil es ist kacke. Ja, und was noch flöten gegangen ist, ist der Ballenzähle, der war neu. Den habe ich eigentlich noch gar nicht so lang. Aber der hat auch gemeint, der sagt jetzt einmal Ade, weil der hat bei den 60 Ballen, die wir da gemacht haben. Ich weiß, dass 60 sind, weil mein Bruder hat es auch so geschlicht, dass man sieht. Da hat er geholfen bei denen. Der hat es auch gezählt, das waren definitiv 60, jetzt war es gleich dunkel, jetzt geht es da zu.
Ja, der Ballenzähler hat bei 3 Ballen aufgegeben. Oder hat 3 Ballen gezählt. Ja, ist wahrscheinlich Träger, wo es mit reingeblasen wird beim Saubermachen. Muss ich nochmal zerlegen, sauber machen, schauen, ob die Feder noch geht und alles. Und ja, dann hoffen wir, dass der wieder geht, weil ohne Ballenzähler ist schon scheiße. Ist ungünstig. Ja, wie gesagt, sonst ist eigentlich alles daheim. Die Maschine haben soweit halt mehr schlechter als recht durchgehalten. Das ging schon. Wie gesagt, nicht optimal mit der Presse gewesen. Das hat mich schon geeichert. Aber naja, das ist halt so. Sind die Kolbenhölzer gemacht worden? Ich muss auch noch mal zerlegen, die Kolbenhölzer, also den Kolben nicht mehr ausbauen, aber die Kolbenhölzer können noch nachgestellt. Da muss er noch mal sauber gemacht werden. Die nachstellen, die sind jetzt eingelaufen. Man sieht es dem Mann auch an, das hat dann gestern einmal ein wenig nach Holz gerochen. Na, vorgestern am Freitag auf der Wiesen am Bondo. Da ist einmal ein wenig warm geworden. Ich habe schon einen Ölkennler dabei gehabt und mir immer nachgeölt, aber ja, das erbt sich jetzt dann erst am Mai. Aber alles im Blick behalten, Feuerlöscher war dabei, für den Fall des Falles, weil wenn die neu sind, muss man schon ein bisschen genauer gucken und nicht einfach aufs gerade wohl los und dann fackelt er das Ding ab. Mann, und der Press brennt nicht viel, aber wenn du so ein Glutnest hast und es fällt unten aus der Press raus und auf den Druck nach Boden, dann ja, ruckzuck ist deine Ernte fort. Ich habe Erfahrung damit, wie schnell das geht. Naja, wie gesagt, soweit hat es funktioniert, soweit ist alles drin, gelaufen, der Stottel ist jetzt ziemlich voll. Wenn man jetzt dann aufschaut, ihr seht jetzt wahrscheinlich gar nichts, weil es dunkel ist. Also die Seiten dann überwärts, wo man da so durchgucken kann. Oben drüber ist alles zugeschlicht mit Hai. Die Seiten drüben ist komplett zugeschlicht mit Hai. Darüber wärts ist bis daher mit Heu voll geschlicht. Und um das Luch rum ist Heu geschlicht, bis auf eine Stelle. Sieht man da, also wenn man es sieht, an Rundballen. Das ist der zweite, den ich dann nochmal noch verführen muss. Stellen musste ich freilassen, weil irgendwie muss er dann einen Rundballen dann auch runterbringen. Ja, die sind eigentlich jetzt schon fast ein bisschen im Weg, gebe ich zu. So schön wie es ist. Es war damals 2018 ja gut gemahnt, dass ich die gekauft habe. Das war nicht verkehrt. Weil ich habe ja wirklich gedacht, ich komme ohne nicht hin. Und ja, ich sage mal so an, habe ich damals auf jeden Fall gebraucht. Der war wichtig, den habe ich gebraucht. 13 Stück habe ich gekauft. Ja, die anderen habe ich eher, naja, wegen widerwillig runter. Sind von den 13, 10 noch übrig. Gestern haben wir dann noch einen Faden runtergerollt. Der liegt jetzt in der Mulden, habe ich ein bisschen was raus. Aber Rundballen, das hat einfach kein Ort bei mir. Mich zieht es auch ehrlich gesagt immer nicht nur die Dinge zu verfüttern. Es muss Drucken dazu sein, weil dann muss man es auch ein wenig auswickeln und immer wieder neu drucken in den Stall. Es muss gemacht werden, wenn man viel Zeit hat, also abends, dass ich noch der Arbeit haben kann und mache sowas, das kann ich auch vergessen. Das dauert, wenn ich den aufwickel und immer stücklesweise bin ich ca. 3-3,5 Stunden drüber, bis der reingerammt ist. Also das ist keine Arbeit, die du in 5 Minuten machst. Und da sage ich ganz ehrlich, nee, also das ist was mich nervt. Ich bin ehrlich gesagt am überlegen, ob ich die Ballen vielleicht hergebe. Ob ich mir vielleicht, ja, 3 oder 4 Stück noch behalte, die kann ich als Eistreu nehmen oder was. Und den Rest vielleicht dann wirklich auch noch weg. Ich bin zwar eigentlich auch nicht normalerweise Kaffee verkauft, aber ja, die Ballenmengen habt ihr gesehen. Das sind 1022 Heuballen, die ich jetzt zusammengekriegt habe. Ist normalerweise Futter, ich sag mal für die nächsten ja, 2,5-3 Jahre auf jeden Fall. Vielleicht länger. Es kommt ja nächstes Jahr dann auch wieder was. Also ist ja jetzt nicht so, dass es jetzt bloß das war, sondern es kommt nächstes Jahr ja auch wieder Futter. Und von daher muss ich dann ehrlich sagen, ja, ist schon gut, was da zusammengekommen ist. Kann ich mich nicht beschweren. Ich meine, Heu wird nächstes Jahr selbstverständlich auch gemacht. Ist ganz klar. Brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ich will immer ein wenig frisch Heu, ich will mir Reserven anlegen. Es waren 2018, 2019 eher schlechter Jahr, da war es recht trocken. Letztes Jahr ging es eigentlich vor der Menge. Jetzt heuer habe ich auch mal einen Dünger drauf, deswegen waren die Mengen dann ein wenig größer. 2017, wenn ich denke, das war recht nass das Jahr, also ähnlich jetzt fast wie jetzt. Da war ja auch so ein Jahr, wo ich sagen musste, ja, war eher scheiße, ja, gut Heu haben zu bringen. Aber so wie gesagt, ist jetzt erst einmal gut gelaufen, man hat, das ist wichtig. Also, ja, der Zwischenboden ist voll, viel mehr Gänge da nicht rein. Du könntest versuchen, da oben noch was rein zu zwicken in das Ding, aber du blockst dich wie ein Ochs.
Vorne drauf, da habe ich extra nicht mehr, weil dann kriegst du auch hier mit der BG. Wenn ich jetzt da noch eine Schicht drauf stehe und die Ballen kommen dann einmal runtergekippt und da läuft auch nicht vorbei, der Hunden. Denn der schlecht. Deswegen habe ich das auch nicht gemacht. Nö, wie gesagt, so wie es jetzt ist, ist es gut. Die 60 Stück müssen da noch rauf und dann ist der Stottel, wie gesagt, erst einmal richtig gut gefüllt. Ist gut so. Bin ich auch dankbar drum, dass es so viel geworden ist. Weil dann kann man sich ein wenig zurücklehnen und dann kann man sagen, wenn nächstes Jahr wirklich einmal ein beschissenes Jahr ist, kann ich auch mal sagen, es ringt wirklich den ganzen Sommer nur, also ähnlich wie jetzt, aber halt wirklich dann fast keine Trockenperioden, dann ist es schon schön, wenn man noch Reserve daheim hat. Und so ist jetzt zumindest dann immer der Drang so groß, dass ich sage, ich muss jetzt zwingend daheim bringen, ich muss zwingend daheim heimbringen, weil wenn ich es nicht schaffe, dann habe ich nichts mehr. So kann ich sagen, okay, wenn es jetzt neu ringt und das, ja, wird doch eher scheiße, dann kann ich es immer nur auf den Miesthaufen fahren. Oder ich kann dann auch mal sagen, wenn die Perioden, die Wetterperioden-Kabriolen nicht passen. Ladewagen, Bulldog, Mäher, Frischfutter. Gibt es halt kein Heu, dann wird es halt früher gemäht. Schon eher angefangen und dann wird es Frischfutter für die Viecher. Und dann bringe ich es auch los. Wie gesagt, das sind so ein wenig die Dinge, die muss man ein wenig im Acht behalten. Da habe ich mir gedacht, das Abschlusswort sprechen wir dann trotzdem gehoben fertig, dann habt ihr das gesehen. Ja, also, hinter mir, da ist noch was vom Haarbeinstrom in der Ecke, da steht Hai, da ist die Treppen, da steht Hai, da bringen wir jetzt oben noch einen Boden auf. Hoi, 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 bist du her? Ah, alles hoi. Dann, Hilfe sammelt rum. Reili? Da ums Luch rum heu. Da habe ich wie gesagt freigelassen, welche im Rundballen. Da stehen jetzt noch welche. 1, 2, 3, 4, 5. Ich glaube da hinten ist noch ein 6. drin. Ja, heu. Heu, 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 heu. Dann hier. Alles schön voll mit Heu. Bis da rüber, da habe ich noch welche aufgeschmissen. Dann sind wir aber echt zu zweit, dann ging das schöner. Also das ist alles ruhig. Ja, das ist das Loserzeug, ein wenig zusammengeschoben. Da jetzt zum Fenster hinten, da war das letzte Mal offen. Das ist alles voll. Also wie gesagt, man kriegt vielleicht noch ein wenig was rauf, aber ja, wie gesagt, da ist auch noch loses Material. Musste ich ein wenig zusammenschieben. Und das Loser ist da, weil wir mit dem Greifer da abgeschmissen haben. Dass die Ballen nicht aufplatzen. Das da hüben ist noch ein bisschen Stroh, Altstroh. Und die Ecken muss ich noch mit freiraumen, da kommt dann quasi das neue Weizenstroh rein. Da ist auch noch ein Ballen. Genau, also das da drüben noch mit freiraumen. Dann kommt da das Weißstroh rein für Haie. Und dann passt das. Ja, wo mein Bruder und ich schon überlegt haben, der Stottel hätte ja eigentlich noch viel mehr Lochraum. Wir hätten ja eigentlich da oben noch einen Boden. Also wenn man nach Sicht da, da könnten wir theoretisch noch lochen. Und ja, den anderen sichten wir jetzt natürlich nicht, der ist zugebaut. Das müssen wir immer welche der BG zumachen, weil das ist das Problem, die Böden sind einsturzgefährdet. Und die BG möchte quasi nicht, dass da eine drauf kann. Deswegen muss man es zumachen, könnte ja eine stürzen, drauffallen, durchbrechen. Weniger das durchbrechen, welche die alten Marschenbretter, sondern eher, weil die Bretter bloß lose drauf liegen. Also man sieht da, wäre eigentlich auch noch ein schöner Boden. Da könnte man auch noch richtig schön was lochen. Aber der Boden, das sind Holzbretter, die liegen bloß auf die Balken drauf, nicht festgenagelt oder irgendwas. Und das sieht die BG überhaupt nicht gern. Haben wir schon gesagt, vielleicht bauen wir uns da mal was. Schön mit USB-Platten oder so, wenn es denn mal wieder welcher gibt. Und dann war der Boden mit USB-Platten gemacht, dass er betretbar ist und stabil ist. Ja, wie gesagt, das ist halt leider ein einsturzgefährdeter Bereich und das möchte die BG auf keinen Fall, dass man da drauf rumläuft. Da kriegst du eine Eiche. Aber wenn man es vielleicht wieder BG-Bohr hinkriegt, dann hätten wir auf dem unteren Boden, da, also der jetzt direkt da über mir ist, einen Locherplatz von ca. 1500 Ballen. Und auf dem Spitzboden oben, da hätten wir vielleicht ja, mit ein bisschen Labigen und brechen 1000 Ballen auf.
Dann hätte ich da hin eine Lachermöglichkeit wie Sau. Das ist ja eigentlich ein Riesenstottel. Das wirkt immer bloß, wie es der Modell eigentlich auch mal gesagt hat, auf die Videos immer so klar, das Ding. Aber der ist eigentlich gar nicht klar. Das ist ja auch schon, wenn ich da vor meinem Mischstreuer stehe. Der Mischstreuer ist ja schon sau lang, der geht ja bis dahin, die Deichsel. Dann steht jetzt da noch der Schwade, dann steht da die Presse, dann steht da der Kreiselhaie, dann steht da die Kippe und vorne drin steht noch der Krame. Also da stehen ein Haufen Maschinen hin. Das ist ja auch der Fuhrpark, der wo hin geparkt ist. Düngerstreuer, Äpfelschleuder, Äpfelgrube, der Einachse, dem wird irgendwann einmal neu gebaut, weil der ist kaputt. Leider, da ist der Boden durchgebrochen. Mischstreuer, Ladewagen, Schwade, Press, Äpfelsteckmaschinen, Haiwände, Kippe, Schlepprechen, Dreschmaschinen da hüben, der Bulldog, da vorne noch das Mähwerk, der Kalkstreuer da innen. Also da ist eigentlich schon ziemlich gut gefüllt, muss man so sagen. Und wie gesagt, der Stadel ist eigentlich nicht klar. Normalerweise wird das da drüben auch noch Lagerraum. Ich weiß, wir haben das damals beim Stroh auch alles voll gehabt. Das war wirklich bis runter komplett der Ding da voll. Da war auch der Zwischenboden da komplett mit Stroh voll und 2400 Ballen. Wie gesagt, wenn man halt die Flächen da mit verwenden könnte, das da hüben, dann sehe ich ja die Sache schon ganz anders aus. Weil wenn es da noch mit drauf könntest, dann hättest du da zumindest keine Sorge mehr, weil dann schmeißt du da einen Ballen drauf und ja. Dann haben wir 2500 mehr Platz für Ballen. Also das ist früher, das lang dann ein paar Jahre, aber das ist auch nicht verkehrt. Wie gesagt, ich habe lieber zu viel als zu wenig. Nur mit den Rundballen, bin ich ehrlich, ob ich es auch nicht vielleicht weg tue. Weil, ja, war damals gut gedacht. Aber wenn man es dann eigentlich nicht braucht, wenn es mit der Arbeit ist, ich gebe es zu, mich zieht es nicht ran. Ja, Dinge, die musst du aufschneiden, dann musst du auswickeln, dann musst du immer wieder nehmen und neu ins Kabel und neu drogen in den Stall und auskippen und wieder schlichten und shoppen und machen und wie gesagt, 3,5 Stunden und normalerweise, ich wenn ich Hai und Stroh auffülle, 20 und 20 Ballen, ja, das mache ich normalerweise in einer halben Stunde und dann ist das gemacht und ja, ein Rundball in 3,5 Stunden, das ist ein Haufen Zeit. Und wenn ich den drinnen habe, passt kein Stroh mehr rein. Dann habe ich eigentlich bloß den Rundballen mit Heu drinnen und habe keinen Platz mehr für Stroh. Das ist alles super optimal. Ich kann auch nicht irgendwo zwischenlachen, dass ich jetzt so schmeiße den Ator auf meinen Ladewagen drauf. Oder auf meinen Mischstreuer. Weil, ja, dann liegt er zwar da. Aber dann geht ja wieder das Gefreck los. Der Ballen liegt da und dann brauchst du vielleicht den Mischstreuer. Dann ist das Ding aufgeschnitten im Weg. Das ist Mist. Einachse, das Silberspielchen, ja klar, jetzt könnt ihr auch nicht sagen, du brauchst den Einachse doch eh ganz selten. Ja, dann schmeißt man den Ballen da drauf und dann braucht man das Ding. Der wird genutzt, wenn wir Sperrmüll haben, da damit fahren wir Sperrmüll vor in die Straße. Der wird genutzt, wenn du in der Wald reingehst und Werkzeug mitnimmst, die ganzen Motorsägen und Zeug, da ist er ganz schön. Ja, wie gesagt, der ist halt aufgearbeitet, das muss man dazu sagen. Das war der Eigenbau vom Opa. Der Boden ist kaputt. Ja, da ist eigentlich in Planung, also wenn ich mal Zeit habe, mit den alten Bordwänden von der LKW-Brücken da unten ein neuer zu bauen. Und ja, Holzboden vielleicht mit so Siebdruckplatten und oben drauf die Alu-Bordwände. Das Ganze vielleicht ein bisschen breiter, ein bisschen länger, aber als eine Achse. Ich sinniere schon so ein bisschen drüber, ob man nicht eventuell eine Kippebrücke drauf macht. Habe schon überlegt, was ich im Internet gesehen habe, war auch ganz interessant, wäre vielleicht eine Option. So ein alter Kippebrötchen vor dem D4, gibt es doch die D4 ja, Transporter. Und die haben ja auch Kippebrötchen, sowas drauf zu machen. Das muss ja keine schwere Kippe sein, wie jetzt der Krone da vorne. Das muss ja jetzt nicht wunderbar sein, wo es drauf geht. Aber wie gesagt, das ist Zukunftsmusik. Jetzt kommen wir erst einmal noch andere Sachen. Jetzt ist die Presse soweit, muss ich noch einmal drüber, dass die gar fertig ist. Der soll umgebaut werden. Er funktioniert so, aber mit Drehbock gefällt es mir besser, weil Kurven fahren ist definitiv, das gefällt mir überhaupt nicht. Die Technik mit dem Kurven zu fahren ist scheiße, finde ich. Gefällt mir gar nicht. Du musst genau mitdenken, wenn ich jetzt so in Fahrtrichtung gehe und fahre rechts rum, dann schmeißt er mir das Schwert immer so der Hüben aus. Wenn ich in die andere Richtung gehe, dann schmeißt er es mir Hüben aus. Das
weiß nicht, du musst da so aufpassen, dass du ganz, ganz sanfter Kurven mit dem Bulldog fahren, dass es hinten einigermaßen was wird. Und der mit dem Drehbock, der ist hinterher gelaufen und du hast da Schwert gehabt. Das war wie mit dem Lineal gezogen quasi. Oder halt mit einer Parabel gezogen. Sauberer Kurven, das war sauber aufgeschlicht, da war nichts daneben aus, der hat es sauber gemacht. Ja, ich meine, ich fahre seit also 20 Uhr mindestens schon mit dem Schwarte. Man hat halt so seine Gewohnheit drin und dann möchte man das wieder. Bin ich halt ein wenig eigen. Können jetzt natürlich Leute sagen, du stellst dich an, so schwere geht doch, aber ich habe da ein eigenes System. Ja, was noch gemacht gehört, ich habe, wo ich den Hänger da unten geholt habe, also ich habe den Hänger geliehen, den an, vor einem Bekannten. Das mache ich aber nicht mehr, weil der Hänger ist bleischwer und irgendwie beschissen zerladen. Das war mal ein Versuch wert. Hat mir aber nicht gefallen. Plus der hat gesagt, da unten sind Wiesen, die kann ich abmähen für meine Viecher als Futter. Ja, das heißt, ich muss meinen Ladewagen noch machen. Da ist ein Schwartblech unten kaputt. Das ist ja durchgerost. Weiß nicht, ob man es überhaupt erkennt. Ja. Das ist noch inner gebogen. Wenn du durch Schwart fährst, biegt es rein, geht auf die neue Zinken, machst du die Zinken kaputt, dann zieht es das Blech immer mitten auf. Da habe ich gesagt, das muss neu. Schwartblech muss ich einmal neu bauen. Dass der wieder einsatzklar ist und ja, dann sind auch mal so die Maschine grundsätzlich wieder gemacht und dann kann man auch mal drüber reden, ob man nicht einmal eine Einachse oder so baut. Zwischenzeitlich war aber, also voraussichtlich jetzt die kommenden Wochen, also auf Ende Juli, Anfang August, kommt noch was zu mir. Ein paar Leute wissen das aus meinen WhatsApp-Gruppen zum Beispiel. Was es ist, suche ich jetzt nicht dazu. Wer es weiß, braucht es ja nicht runterschreiben. Da sollen sich die Leute dann einfach überraschen lassen, die es jetzt nicht wissen. Das erfordert dann alles, wenn es soweit ist. So, schauen wir erst einmal, dass das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Und dann gibt es da wieder was Neues. Sehe ich, da steht noch ein Wasserfass. Auch gut. Nur gut, in diesem Sinne, ich wünsche euch jetzt was. Vielen Dank fürs Zusehen, für dieses Jahr. Dass ihr das lange Video angeguckt habt. Ja, 5 Kilometer lang. Wir sehen uns demnächst wieder. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit. Gehabt's euch wohl. Ich wünsche euch was. Servus.